Hallo und willkommen zurück zu Stream Talks. Mein Name ist Michi Buchinger und ich vertrete heute Hilde Dalik. Wir sprechen über Serien und Filme für Spaßvögel. Und auch meine Runde ist absolut hilarious. Ich rede heute mit Julia Püringer, Crystal Clear und Nina Hartmann. Julia, du bist ja Filmkritikerin und Journalistin. Wenn du dann an Film oder eine Serie just for fun schaust, kannst du dann trotzdem abschalten oder denkst du so, Moment, da habe ich jetzt eine kritische Meinung dazu? Also eine Freundin von mir hat aufgehört mit Filmkritikerin sein und hat gesagt, das Schöne daran war, sie muss nicht mehr zu allem eine Meinung haben. Und ich habe mir zugegeben und gedacht, ja, das muss interessant sein, wenn man das auch einmal... Schwierig, aber ich glaube, es hat weniger mit meinem Beruf zu tun. Also es gibt einfach viele Sachen, die ich wirklich nicht mehr aushalte. Wie zum Beispiel? Also so All-White-Serien oder so, einfach von dem, was man gewohnt ist. Weißt, was so, soll ich sagen? So strunzplumpe Sexismen, die dir halt aus den 90ern schlimmer entgegenbrüllen als aus den 80ern. Und denkst du so, Alter, na, das geht nicht mehr. Wahnsinn. Das ist gar nicht so lange her eigentlich. Crystal, du bist Influencerin und Autorin. Ja. Und wir kennen uns ja ganz gut. Ich will von dir wissen, wann hast du das letzte Mal so richtig gelacht? Einfach gelollt. Wann habe ich das letzte Mal so richtig gelacht? Über eine Serie, über die wir heute tatsächlich dann auch noch sprechen werden. Da habe ich das letzte Mal laut gelacht. Soll ich sagen, welche? Ist das? Ja, bitte. Die Afterparty. Hey. Ja, weil ich liebe Tiffany Haddish und es war einfach eine richtig lustige Geschichte. Bin gespannt, was du zum Sagen hast. Ja. Nina. Du als Kabarettistin und Schauspielerin, wenn du dann nach einem langen, anstrengenden Tag des Lustigseins nach Hause kommst und eine lustige Serie schaust, findest du es dann wirklich lustig oder denkst du so, naja, der ist gar nicht böse, ganz ehrlich? Na, um Gottes Willen. Also, ich finde, es gibt viel zu wenig gute Serien, lustige. Also, ich finde, die ganzen Grusel- und Augendramen sind viel mehr vertreten und ich bin immer vergeblich auf der Suche nach wirklich so, wo ich wirklich abhau. Und über welche vermeintlich lustigen Comedies wir heute sprechen, das schauen wir uns jetzt im Spotlight an. Ja, na, ich möchte es gern aufgreifen, diesen interessanten Gedanken, den du vorher geäußert hast, Nina. Weil du ja quasi gemeint hast, diese Serien, obwohl sie humorig sind, waren jetzt alle nicht zum richtig Ablachen. Ist das ein neuer Trend, dass unsere Comedy-Serien jetzt nicht mehr 5 Lacher pro Minute liefern müssen? Ja, ich weiß nicht. Also ich bin selber oft erstaunt, weil ich suche oft wirklich bewusst nach Komödien oder so, weil ich auch für Inspiration und so. Und dann denke ich mir oft, cool, klingt total lustig, die Geschichte. Und man schaut sich dann an und es sind schon lustige Stellen drin, aber so die ganze Geschichte, finde ich, ist dann schon oft eher dramatisch. Und was ja auch total passt, aber dann denke ich mir, warum nennen sie es dann Komödie, gell? Weil da hast du eine andere Erwartungshaltung. Ich weiß nicht, kann es nicht sein, dass ich das einfach in eine komplett andere Richtung entwickelt hat. So wie, ich meine, ich glaube, Komödien, so wie es damals in den 80ern waren, so wie es das damals in den 90ern gab, das gibt's einfach, glaube ich, nicht mehr, weil ich habe das Gefühl gehabt, das haben wir ein bisschen ausgerutscht. Und es kommt immer mit ein bisschen einer platten Geschichte. Mhm. Und ich finde es eigentlich ganz cool, wenn die Geschichte ein bisschen Materie hat, ich nenne es jetzt einfach mal Materie, und aber dann so einzelne humorvolle Momente hat und vielleicht auch subtile Witze. Hast du festgestellt, Julia, dass sie Comedy jetzt ein bisschen entwickelt hat vielleicht in den letzten Jahren und wenn ja, inwiefern? Ich sage jetzt zum Beispiel, weil betont wurde, dass Beef hier von der Produktionsfirma A24 ist. Und das hört man in letzter Zeit sehr oft, dass diese Produktionsfirma einfach hinter Produktionen steckt, die so ein bisschen outside of the box denken. Ja, ich mag ja gern die Horrorfilme, also Hereditary oder so ist ja einer meiner schon schnucki-schatzi Horrorfilme. Was zu machen, was es nicht schon 7-mal gibt, das ist halt deren Qualität. Aber auch Diversität ist deren Qualität. Also viele Regisseurinnen arbeiten für diese Produktionsfirma und People of Color arbeiten für diese Firma mit unterschiedlichen Hintergründen aus unterschiedlichen Ländern und dementsprechend divers und spannend und geil schauen halt diese Stoffe aus und sie machen halt immer wieder denselben Scheiß. Und damit gewinnen sie Oscars und damit kann man sie, glaube ich, auch eine Zukunft finanzieren. Aber zum Beispiel, du gewinnst ja als Komödie keine Filmpreise. Aber sowas wie Beef zum Beispiel, da können wir uns schon einig sein, das ist doch humorig. Und das ist ja gut gemacht. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das auch was gewinnt.
Hat euch diese Serie abgeholt? Total, ich hab das super gefunden. Vor allem, ich liebe die Ali Wong. Ja. Ich bin auch so ein Ali Wong Fangirl. Und ihre Netflix-Specials, diese so drei, die gut. sie hatte. Das ja. sind diesem so Raubtierkleid hochschwanger, das Traum. Baby so lustig Cobra. Und so arg. Und so. Ja, und ich find's so erfrischend, dass es was anderes ist. Dass es nicht platter Humor ist, dass es mal aus einer anderen Perspektive kommt. Dass vielleicht sogar so ein bisschen das ist, was viele, vor allem Frauen, so in sich tragen, diese Aggression und sich denken, oder ich box nicht. Ja, man mag mit ihr mittun, oder? Ja. Man mag eigentlich sofort mit ihr marodierend um die Häuser ziehen. Ich habe diese Rachsüchtigkeit oder diese Rachsucht habe ich sehr genossen, weil das haben die ja beide. Mhm. Und man kann sagen, die sind aus ganz unterschiedlichen Gesellschaftsschichten, die haben ganz andere Leben, aber das ist einfach das, was sie vereint. Was sie verbindet. Vielleicht sogar im negativen Sinne. Ich finde, man ist ja oft, ganz oft so im Leben, dass man eben drüber steht, aber es gibt, glaube ich, so diesen falschen Moment, oder? Und das sind, glaube ich, beide im falschen Moment erwischt worden und dann da hat sie dann die Sicherung. Genau, und dann kennen sie ja nicht mehr zurück und die steigen sie und das finde ich irgendwie so spannend, weil das zieht einen auch dann so mit. Na, diese Eskalation ist ein Traum, oder? Das ist einfach, die sind einfach drüber. Ja. Die ja. sind einfach drüber. Ja, ja. Vielleicht haben sie auch einfach Hunger, man weiß es nicht. Vielleicht sind sie einfach angry. Ich glaube, sie verlieben sich sicher am Ende oder so irgendwas. Also sagst du, was vielleicht sind wir so geprägt von den Rom-Coms? Das ist ein Rom-Com, ich sage euch das. Das wird noch Rom-Com. Ja, aber es ist auch gut. Gut. Eine gut geschriebene Rom-Com ist die Königsklasse. Ja, ja? Finde ich ja. Also Nora Ephron, alles was Nora Ephron, ich habe mir letztens wieder When Harry Met Sally angeschaut, es wird nicht schlecht. Und es ist einfach so gut geschrieben und du merkst halt auch, dass das ein Mann und eine Frau gemeinsam geschrieben haben. Und ich finde es interessant, süß. Dass du erwähnst, wenn es ein Mann und eine Frau gemeinsam machen, wie wir das ja haben bei The Marvelous Mrs. Maisel. Ach. Amy Sherman Palladino und ihr Ehemann haben uns diese Serie geschenkt. Und naja, wie gefällt es euch? Also ich finde Marvelous Mrs. Maisel ist einfach, also ich finde es super. Es ist natürlich auch gerade so, wenn man selber in der Branche ist, ist es halt so viel aus dem Nähkästchen geplaudert. Jeder Charakter in dieser Serie bringt irgendwas extrem Leibendes mit. Mhm. Jeder Charakter. Und jeder Charakter ist auf seine eigene oder auf ihre eigene Art und Weise so entertaining. Abgesehen von den Kostümen. Die Kostüme sind fabelhaft. Und es bringt halt diesen Vibe und auch die Art und Weise, wie Konversationen geführt werden. Ich muss gestehen, ich war bei der zweiten, dritten Staffel, war es mir dann ein bisschen lahm. Aber die jetzige Staffel findet so schön den Weg zurück und nimmt dann auch noch quasi die Zukunft bis in die 80er mit, wie man das so elegant lösen kann. Mhm. Dann merkt man halt schon wieder, die zwei können das wirklich. Also ich will nicht, dass das vorbei ist. Das will niemand von uns. Aber es ist vorbei. Ich bin noch nicht bereit, mich zu trennen. Also du musst die Realität akzeptieren. Naja, und was es für reale Inspirationen für die Marvelous Mrs. Maisel gegeben hat, das schauen wir uns jetzt an. Ja, my favorite moment aus diesem kleinen Einspieler war, wie wir erfahren haben, die Inspiration für Mitch Maisel ist ein Mann. Und Joan Rivers. Und Joan Rivers. Habt ihr das gespürt beim Schauen, diesen Joan Rivers Spirit? Ja, ich habe Joan Rivers habe ich sehr gespürt. Ja, und jetzt, wo ich es weiß, macht es auch urviel Sinn. Die war auch so ein bisschen bissig. I loved it. Du hast doch fix ihre Bio gelesen, oder? Beide Bände. Wie heißt die? Das erste heißt, glaube ich, Enter Talking und das zweite heißt Still Talking. Sehr gut. Ich kann sie sehr beide gut. empfehlen. Aber nun eine Frage an eine praktizierende Kabarettistin hier bei uns im Bunde. Weil ich persönlich, ich plaudere jetzt kurz aus meinem Nähkästchen, ich kriege hier und da so Anfragen für Mixed-Shows, wo verschiedene Comedians auftreten. Und was ich immer nervig finde, aber leider sehr oft der Fall ist, ist, dass es dann ein Line-Up nur aus Männern ist. Und dann sage ich zu denen, ladet lieber mich aus und ladet stattdessen eine lustige Frau ein. Ich meine, daran scheitert es ja nicht, es gibt ja genug in diesem Land. Wie empfindest du das? Ja, danke, das finde ich sehr nett. Zeig dir mal deinen Platz. Ich bin ja. Ja. Also ich würde für dich gerne, ich bin dein Cover sozusagen, wie im Musical. Nein, es ist so. Also es ist schon leider Gottes immer noch so, dass du bei so Mixed-Shows, wenn überhaupt, die einzige Frau bist. Also warum dass da einmal so? Zwei Frauen sind. Ich weiß es nicht. Ich finde, dass mittlerweile es doch mehr ankommen ist, dass es mehr weibliche Kabarettisten und Comedians gibt in dem Land, die auch gut sind. Die Leute mögen das auch. Entschuldigung, die Leute, die im Moment am lustigsten sind, sind alle Frauen. Sind alle Frauen. Ja. Ist es, dass das Kabarettbusiness in Österreich einfach so männerdominiert, dass ich sage jetzt einfach ihr Frauen, ich bin keine Comedian, aber dass ihr Frauen gar nicht durchkommt, dass sie euch gar nicht reinlassen? Ich glaube schon. Oder nur so tröpfchenweise? Ja, also ich glaube schon, dass die meisten, die
die das buchen, Männer sein, ja, und dann auch schon von sich aus meinen, nein, man will eh nur die Männer. Ich bin immer optimistisch. Ja. Ich denke mir, diese ganzen alten weißen Männer, die sterben dann irgendwann. Ja. Nein, Vorsicht, die wachsen nach. Also die wachsen nach, oder was? Ja. Das glaubt man, dass da keine Gefahr droht, aber das ist leider nicht, da muss ich die leider. Also. Dann sage ich, reden wir über was Schöneres: Mord. Die Afterparty. Eine Mischung aus Crime und Comedy. Wir haben einen Fan. Ja. Was hat dich abgeholt daran? War es das Comedy-Element, war es das Crime-Element? Oder es war sowohl beides? Das Comedy-Element als auch das Crime-Element und die Tatsache, dass jede Folge aus der Perspektive einer der TeilnehmerInnen das war. Magst du? Ich hasse sowas. Ist das möglich? Das ist urlustig, so weil du merkst so einfach, dass jeder und jede das alles anders sieht. Das ist so altvaterisch, oder? Es ist wie diese 80er-Krimis, oder? Ein bisschen. Ich hab's gedacht, voll. Halt euch das nicht. Nein, das ist doch. Das passt doch gut zu Glass Onion und so. Das ist einfach wieder voll modern, so ein total harmloses, geht irgendwie um nichts. Der gestorben ist, ich sehe einen Strahl. Voll. Ich mag es wirklich nicht. Es ist irgendwie so bei Krimi-Büchern voll der Trend geworden, dass jedes Kapitel aus einer anderen Perspektive ist. Und immer so, chill, ich will nicht die gleiche Szene dreimal sehen. Ich will eigentlich wissen, wie es weitergeht. Aber man weiß eh und man kommt dann im Endeffekt irgendwann drauf. Ja, aber bei der Afterparty ist es ja auch nicht, dass du jede Szene dreimal siehst, sondern das ist ja, die sind ja alle woanders, zum Beispiel im Haus gewesen. Okay, ich höre schon auf zum Reden. Nein, passt. Aber es hat dir quasi gefallen und das ist schön, wenn man etwas Freude empfindet. Ja, und ich liebe Tiffany Haddish, habe ich das schon gesagt? Nein. Sag's nochmal, das ist super. Ich liebe Tiffany Haddish. Aber ich finde es ja so arg, also weil ich habe mir gedacht, also ich schaue überhaupt keine Crime-Sachen, weil ich wirklich Angst habe. Ich kann solche Sachen nicht schauen. Ich fürchte mich, ich habe schlaflose Nächte. Mhm. Ich kann wirklich das nicht schauen. Und dann macht, oh Gott, jetzt muss ich mir das anschauen, da ist irgendwas mit Mord. Und ich war wirklich aufgeregt und dachte, Hilfe. Und bin aber, obwohl ich sowas nicht mag, eingekippt. Ja, aber es ist ja nicht eingekippt. Es ist nicht so grausig, genau, muss man jetzt auch sagen. Ja, wie gesagt, die Person, die tot ist, die vermisst man jetzt nicht besonders. Ja, nein, ich war Julia halt sagt so die Sachen, die ich mir nur denke. Julia hat kein viel Teil auf dein. Aber hängst du dann da und lachst voll laut? Ja, ich habe laut gelacht, echt? Stellenweise. Wie der aufwacht und sein ganzes Gesicht ist angemalt, da hast du nicht, ja? Na, überhaupt. Naja, aber wenn du nicht jetzt lachen. Wenn du da nicht gelacht hast, dann vielleicht. Dann bin ich einfach immun gegen. Maybe. Naja, und wem nach den Serien im Spotlight das Lachen vergangen ist, so wie dir, Nina, dem gefallen vielleicht die Serien aus dem Trailerpark ein bisschen besser. Bitte. Ich habe das Gefühl, wir lachen alle gern. Aber holt euch dann auch sowas ab wie Der Pass oder das Geständnis der Franny Langton, was halt jetzt nicht so hilarious wirkt. Ich glaube, auf das Geständnis der Franny Langton bin ich schon sehr neugierig, weil der Roman, glaube ich, sehr super ist und ich nur gut das über die Serie gelesen habe. Also da bin ich schon sehr neugierig, wie das auch mit dieser queeren Geschichte dann erzählt wird. Bin ich neugierig, auch wenn das oft ein bisschen problematisch ist, wie man diese Storys erzählt. Aber da bin ich schon gespannt. Ich glaube, dass diese Serie fabelhaft sein wird. Der Trailer ist schon fabelhaft. Ich finde die queere Perspektive so wichtig. Aber ich glaube, ich kann nur von mir selbst reden. Ich glaube, ich werde das nicht schauen, weil ich persönlich habe schon genug Black Suffering gesehen. Bei Bridgerton habt ihr alle drei so gejault. Warum? Wie? Gejault nehmen. Ja, ich weiß. Da waren Geräusche im Raum. Ich mag Bridgerton. Ja. Braucht es den Spin-off, weiß ich nicht. Aber ich schaue es mir natürlich an. So. Und warum? Aufgrund der Sexszenen? Oder was gefällt dir da? Ich weiß nicht. Ich finde, in der letzten Staffel gab es jetzt nicht so viele Sexszenen. Es war trockene Geschichte. Ja? Ja, wenn ein nasses Hemd schon eine Sexszene ist, das halt. Ach so, ja. Ach so, gut. Das ist klar. Aber ich finde ja, die zweite Staffel von Bridgerton war ja viel sexier wie die erste. Also ich sehe ja da nicht, also bei der erste war, da waren so viele Sexszenen, dass ich mir irgendwie gedacht habe, okay, wir haben es kapiert, ihr habt viel Sex, passt. Und bei der zweiten ist das so herausgezögert worden und da habe ich dann so mitgelebt und das habe ich viel toller. Und das ist das, was so sexy ist, dieses Edging. Ja, so nennt man das. Das nennt man Edging. Ja. Ja, voll. Das klingt wie eine arge Sexpraktik. Ist das dann so ist quasi, wie dann aber auch alles vorbei ist, wenn die dann mal pudert haben, weil dann ist irgendwie so... Ja, dann ist der große Höhepunkt und dann geht man schlafen. Ich liebe ja an Bridgerton den Soundtrack. Ja. Dass das super alles so... Ach ja, das sind ja alles so moderne Songs interpretiert. Ja, ich finde so das refreshing. Ja. Ja. Ja, okay, mich, was ich sehr refreshing finde, ist, wenn vier Freunde ein Spiel miteinander spielen. Deswegen würde ich das jetzt gern machen. Es ist ein bisschen ein verrücktes Spiel, weil es geht darum, dass man Filmtitel rückwärts vorliest.
Und wir müssen dann erraten, was für ein Film oder was für eine Serie das ist. Und es entscheidet jetzt einfach das Los. Ich gebe euch so die verschiedenen Dinge. Das kriege ich, das kriegt die Christel. Das krieg ich hier, Julia, bitte sehr. Dankeschön. Und jetzt bin ich mal gespannt. Ich fange einfach mal an. Mhm. Und ich werde das deutlich aussprechen. Bitte. Nil Reb Nolibab. Nil Reb Nolibab. Habe ich was Lustiges gesagt? No. No. Wie? Babylon, Berlin? Ja. Wow. Nämlich ich so. Ich war aufgeschrieben am Tisch so. Oh Gott. Sechst du das? So ja, ist es spät. Fun. Darf ich die nächste? Okay, Achtung. Refikul. Lucifer? Nein. Ja! Wirklich? Ja! Ist das eine Serie? Nicht mehr. Didn't see it. Eti Sarab. Ja, Nina, ich hab's auch machen müssen. Ich hab's leider gesehen, weil ich nehme das jetzt. Aber es ist ein super Film. Parasite! Ja, so ein super Film. So ein lustiger Film. Loved auch it. Sehr, sehr lustiger Film. Ich finde den auch ziemlich lustig bis zum, weil du gesagt hast: Tod und Lachen nah beieinander. Tod und Lachen nah beieinander. Stimmt. Rennur Edalb. Blade Runner. Jawohl. Ja, das ist eigentlich voll unfair. Das hat ein fotografisches Gedächtnis. Ich kann es ohne hinschreiben. Ja, und ich wollte jetzt nicht hinschreiben, weil es war mir schon peinlich. Ich lade einfach Leute hier zu mir ein und dann gewinne ich jedes Spiel. 2-2, was auch immer. Aber gut, danke auf jeden Fall, dass ihr mit mir gespielt und mit mir gequatscht habt. Es war mir eine große Freude. Ja? Ich hoffe, ihr hattet ebenso Spaß. Ich verabschiede mich bei Julia, Christel und Nina. Seid auch ihr nächste Woche wieder mit dabei bei Stream Talks. Bis dahin, folgt uns gerne auf Social Media. Alles Liebe!